Die wichtigen Themen, die uns wie alle anderen Banken im Jahre 2015 beschäftigt haben: eine weltweite Wachstumsschwäche, Niedrigzinsphase, regulatorische Einschränkungen. Der 1. Januar 2016 ist ein historisches Datum in der KfW, denn ab diesem Datum ist die KfW erstmals in ihrer 60-jährigen Geschichte voll und ganz BaFin unterstellt. Das andere Thema, was uns dann auch in der aktuellen Politik sehr stark beschäftigt, ist das, was im Bereich Flüchtlingsentwicklung in Europa, in Deutschland, aber auch weltweit stattfindet. Hier ist das Interessante an der KfW, dass wir, ja, ich sage mal, die einzige voll integrierte Förderbank der Welt sind. Das heißt, dass wir ein volles Spektrum an Programmen im Inland haben und gleichermaßen ein breites, uneingeschränktes Spektrum von internationalen Finanzierungen. Klimaschutz ist und bleibt das große Thema der KfW. Und dann Digitalisierung. Die Kundenbeziehungen liegen ja bei den Hausbanken und wir wissen zwar, dass es Kunden gibt, aber kennen tun wir sie nicht. Die Digitalisierung ermöglicht uns nunmehr einen direkten Kontakt zu Kunden. Wir werden im Jahre 2016 mit Sicherheit ein Innovation Lab aufbauen, wo wir Digitalisierungsthemen für das gesamte Haus mit Hilfe von externen und internen Mitarbeitern bearbeiten werden. 2015 war unter Fördergesichtspunkten, Erreichung des Förderziels, ein exzellentes Jahr für die KfW. Und was Sie sehen an dieser Seite auch, ist, dass wir im Inland und im Ausland gewachsen sind. Das lag an einer Reihe von Einmal- und Sondereffekten, die man nicht so ohne weiteres wiederholen kann. In erster Linie, das ist der größere Betrag, das ist auch das größere Geschäftsvolumen, natürlich die IPEX. Die IPEX hat eine eigene Bilanz mit dem Marktgeschäft und eine eigene Gewinn- und Verlustrechnung. Und das Geschäftsfeld Export- und Projektfinanzierung hat im letzten Jahr über 600 Millionen Euro zum Gesamtergebnis des Konzerns beitragen können. Die DEG hat knapp 150 Millionen Euro zum Gesamtergebnis beitragen können und das trotz der sehr, sehr schwierigen Verhältnisse in den Entwicklungs- und Schwellenländern, insbesondere auch den großen Entwicklungs- und Schwellenländern, in denen die DEG ja auch einen Großteil ihres Geschäftes macht und verantwortet. Die wichtigste Ertragsquelle der KfW ist traditionell der Zinsüberschuss, der Provisionsüberschuss macht in der Regel Pi mal Daumen ungefähr 10% vom Zinsüberschuss aus. Und die Steigerung des Zinsergebnisses geht im Wesentlichen auf das Geschäftsfeld Export- und Projektfinanzierung zurück. Im Verwaltungsaufwand sehen Sie, dass wir um 66 Millionen Euro auf 1,125 Milliarden Euro im letzten Jahr gestiegen sind. Das bedeutet immer noch für die KfW eine sehr, sehr gute Cost-Income-Ratio. Die Kreditrisikovorsorge von knapp 50 Millionen Euro liegt noch mal knapp 100 Millionen besser als im Jahr 2014. Im Wertpapierportfolio, da hatten wir positive Bewertungsgewinne von 18 Millionen Euro und im Beteiligungsportfolio von 150 Millionen Euro. Und dann kommen wir zum größten Effekt bei den Bewertungen. Das sind knapp 400 Millionen Euro. Das sind Derivateeffekte. Das speist sich aus zwei Positionen. Das eine sind die Effekte aus den Sicherungszusammenhängen. Der wesentliche Effekt, den sehen Sie auf der nächsten Seite: einmal Gewinne, temporäre Gewinne hin oder her. Zunächst mal ist es so, dass all dies die Risikotragfähigkeit und damit die Kapitalausstattung der KfW verbessert. Die Bilanzsumme hat im letzten Jahr mal wieder leicht die 500 Milliarden Euro-Grenze überschritten. Sie sehen allerdings im Zeitverlauf der letzten Jahre, dass die immer so um die 500 Milliarden Euro pendelt. Und Sie sehen, dass der wesentliche Treiber im letzten Jahr die erhaltenen Derivatesicherheiten sowie Liquiditätshaltung waren, die die Bilanzsumme um 8 Milliarden Euro haben steigen lassen. Das Kreditgeschäft selber hat nur knapp 4 Milliarden Euro zum Anstieg beigetragen. Wir gehen davon aus, dass 2016 folgende wir verhaltenere Zahlen zeigen können als in 2015.
Es wird Verschiebungen geben. Wir sehen auch schon in den ersten 3 Monaten des Jahres 2016 eine weiterhin starke Nachfrage nach allen Produkten der Energieeffizienz, der erneuerbaren Energie. Das zweite Thema ist der Konzerngewinn. Wir hatten in diesem Jahr, wie gesagt, die knapp 2,2 Milliarden. In meine Vorbereitung haben mir meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aufgeschrieben, wir werden unter 1 Milliarde landen. Ich bin mal so mutig und sage, nein, wir werden über 1 Milliarde landen, weil wir jetzt schon wieder erkennen in den ersten Monaten, dass wir auch im Jahre 2016 eine Reihe von, wenn auch kleineren, aber immerhin Sondereffekten haben werden. Herzlichen Dank.